Okay, das hat wehgetan. Ich glaube, da ist jetzt ein fetter Klumpen dran. Ekelhaft. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und heute gibt es Eskalation Deluxe, was die Neuheiten in der Drogerie angeht. Ohne Witz, es sind dieses Mal echt sehr, sehr neue und sehr verrückte Produkte dabei, die ich so noch nicht getestet und noch nie gesehen habe. Props an dieser Stelle an DM und keine Props an mich, dass ich so ein Opfer bin und mir das immer alles kaufen muss. I'm broke! Jeder vom Kimli Squad weiß jetzt schon Bescheid, was heute abgeht. Und zwar wieder Kim versus Werbung. Und ich würde sagen, wir wollen überhaupt keine Zeit verlieren. Sorry, ich habe noch was vergessen. Und zwar große Ankündigung. Wir können uns treffen bei der Glow dieses Wochenende. Heute bin ich beim Nivea-Stand und morgen Sonntag beim Foreo und beim Nivea-Stand. Also wenn du Tickets hast, schau unbedingt bei mir vorbei. Ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Und jetzt starten wir aber. Wir legen los mit... Ups. Mit einer Polierzahnpasta. Also das ist quasi ein Peeling für deine Zähne. Oh mein Gott! Wow! Reduziert die Neubildung von Zahnstein für glatte Zähne. Die Polierzahncreme hilft, Zahnverfärbungen und Ablagerungen und so weiter zu entfernen. Perfekt. Ich bin jetzt freaking pumped, ob das funktioniert, weil, um ehrlich zu sein, meine Zähne sind nicht so zu 1 Million% glatt, wie sie sein könnten, meiner Meinung nach. Also tragen wir das jetzt da mal auf und los geht's. Es ist so ein bisschen sandig, aber nur ganz leicht. Okay. Ich habe das leichte Gefühl, dass es schon glatter ist, aber es fällt mir sehr schwer, das zu beurteilen, weil ich Attachments auf den Zähnen habe für meine Zahnspangenschiene, die ich normalerweise immer trage. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich ein bisschen feiner poliert ist, wie so eine ganz, ganz feine Nagelfeile auf diesen Attachment-Dingern. Ich hoffe, mein Zahnarzt guckt jetzt nicht zu, weil ich glaube, das ist eher suboptimal. Hier in der Front und so merke ich, da ist definitiv das Ganze sehr, sehr porzellanig und glatt. Kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Weiter geht's! Das ist das Nail Fix and Chill. Wie cool ist das? Das ist einfach so wie Netflix und Chill, nur Nail. Aber sag mir jetzt nicht, dass das ein Netflix-Produkt ist. Nö, ist es nicht, aber es ist tatsächlich ein Cosnova-Produkt, also von der gleichen Marke wie Essence und Catrice und so weiter. Das ist ein ganz innovatives Produkt, nämlich eine Nagellack-Entferner-Creme. Also da musst du nicht irgendwie Angst haben, dass du den halben Tisch mit Nagellack überflutest, so wie ich das schon hatte. Und dann war der ganze Lack drauf porös und grässlich. Sondern das kannst du richtig schön gezielt einfach dosieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich das einwirken lassen soll. Probieren wir das einfach mal schon abzu... Leute, das funktioniert! Und die Nagelhaut und die Haut rundherum fühlt sich irgendwie total gepflegt an. Das ist jetzt einfach das Ergebnis nach 15 Sekunden oder so. Fetten Daumen nach oben für diese innovative Neuheit. Und die riecht auch noch gut, oh mein Gott. Wader Gates mit einem neuen Produkt von 183 Days bei Trend It Up. Das ist ein Loose Powder Shaker Banana. Also es, man sieht schon, es ist ziemlich gelb. Soll angeblich den Teint dadurch zum Strahlen bringen und fahle Stellen dann optisch beleben. So wie mattieren. Ich bin gespannt. Wo habe ich denn fahle Stellen? Vielleicht da bei den Augenringen? Oh, Hilfe, voll ins Auge gestaubt. Aha, das nimmt tatsächlich so ein bisschen die Farbe raus bei den Augenringen. Ich probiere das jetzt einfach auch mal hier oben auf der Stirn aus. Why the fuck not? Kann man mal machen. Ich finde, man sieht jetzt hier schon so ein bisschen einen Gelbstich, aber nicht besonders schlimm. Fazit, kann man mal machen. Muss man aber nicht, hat aber trotzdem im Endeffekt funktioniert, also gebe ich dafür auch einen Daumen nach oben. Bleiben wir direkt bei 183 Tage bei Trend It Up. Ich habe natürlich auch das hier mitgenommen. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass das Produkt unglaublich toll ist und weil ich das Produkt unglaublich brauche, sondern natürlich, Verpackungsopfer hat wieder zugeschlagen. Es ist einfach ein Hase! Oh mein Gott, wie kann man das nicht mitnehmen? Das ist ein Fixierungs- und Glow-Finish-Spray sein. Soll. Wozu sette ich mein Puder? Das soll man nämlich dann tatsächlich über Puder und alles sprühen, wenn ich doch mit dem Puder eigentlich mein Gesicht abmattieren wollte. Es ist ja nicht irgendwie Highlighter, dass ich nur bestimmte Stellen aufhelle, sondern ich habe dann wieder Glow im
ganzen Gesicht? Ich werde da nicht so wirklich schlau draus, aber wer weiß, wie das gleich aussieht, vielleicht ist das mega. Wer erschrickt sich auch immer beim ersten Mal aufsprühen von so einem Zeug? Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, dass ich gleich sprühe. Das riecht leicht bananig und ich liebe es. So ein bisschen chemisch bananemäßig und ich stehe einfach auf solche Gerüche. Ich kann nicht anders. Ich stehe auch auf die natürlichen, aber auch auf die Fake. Stimm mal hier oben ab, ob es dir auch so geht. Also bisher, da ist es schon angetrocknet. Das ist nicht wirklich so ein fettiger Hautglanz, sondern wirklich so ein gesunder, strahlender, ja, halt Glow. Jetzt verstehe ich, was die mit Glow meinen endlich. Hier, das sieht einfach aus, als hätte ich überhaupt kein Puder drauf, obwohl ich heute circa eine Tonne Puder drauf habe. Ich bin absolut begeistert. Außerdem dufte ich wie eine Schokobanane. Deshalb kannst du dir das gerne mal anschauen. Fetter Daumen nach oben für das Häschen. Unfassbar gespannt bin ich jetzt auf dieses Produkt hier. Sieht total minimalistisch aus. Unlimited Mascara steht einfach vorne drauf. Und hinten entdeckst du dann, dass sie von L'Oreal ist. Und das Flashige bei der Sache ist, dass du die einfach so abknicken kannst. Ich dachte im ersten Moment, mein Produkt ist defekt, aber nein, das ist so gedacht. Man kommt tatsächlich besser unten an die Wimpern ran, wenn das so abgeknickt ist. Hello, mir gefällt das Ergebnis richtig, richtig gut. Die Wimpern sind toll gefächert, toll getrennt. Die Sequenz gerade habe ich heute Morgen tatsächlich gefilmt und die Wimpern sind immer noch super und gefallen mir sehr, sehr gut. Von dem her auch fetten Daumen nach oben für diese neue Beak-Mascara. Wie du weißt, wenn du mir schon länger folgst, bin ich ein großer Fan, Marken auszutesten, die ich noch nie vorher irgendwo gesehen habe. Genau das ist hier der Fall. Das Produkt ist von ICO oder IQ, je nachdem, Infusions und ist ein Thermal Treatment Wrap für dehydriertes Haar, das dadurch geglättet werden soll. Das beseitigt den Frizz und regeneriert eben. Scheint so, als wäre der mega dick mit Conditioner oder so gefüllt. Oh ja, ist er. Guck dir das mal an, wie viel Conditioner da drin ist. So, und das soll man jetzt mit dem Sticker fixieren. Voila! Massiere jetzt einfach mal diese ganze Masse hier in meine Haare ein. Nach dem Auswaschen leicht angetrocknet. Mein Fazit ist jetzt schon, sie fühlen sich einfach an, als hätte ich frisch die Spitzen geschnitten. Ich kann wirklich nach langer Zeit wieder mal ohne Knoten und sowas wie durch Seide so durch meine Haare durchfahren. Ich bin ziemlich begeistert, wie weich meine Haare jetzt sind. Weiter geht es jetzt mit einem absoluten Highlight der Ekelhaftigkeit. Du weißt, ich stehe total auf Produkte und Dinge, die man einerseits mega eklig und abstoßend findet und andererseits aber viel zu interessant, um sie nicht auszuprobieren. Deshalb darf in dieses Video auch ein Produkt, das ich aus der amerikanischen Drogerie habe. Ich war ja bis vor kurzem in New York, wer mir auf Instagram folgt, weiß schon Bescheid. Jetzt gerade bin ich übrigens in Ägypten, also da kommen jetzt auch wieder neue Fotos und Insta-Story-Videos, kannst du gerne vorbeischauen. Das Ganze nennt sich Clean Ear, also so wie Clean Ear. Und hat solche komischen kleinen Stäbchen drin, die letztendlich den Schmodder und Ohrenschmalz aus unseren Ohren wirklich so rauslöffeln können sollen. Ist einfach so ekelhaft geil. Okay, ich löffel da jetzt einfach mal so von oben nach unten. Oh, au! Okay, das hat wehgetan. Sorry, wenn du das nicht erträgst, dann schalt lieber weg. Ich decke das jetzt hier mal ab, dass ich dich... Oh. Man muss echt aufpassen, dass man da nicht zu tief reingeht, weil das mega weh tut dann gleich mal, weil das einfach so dermaßen hart ist, das Ding. Das wird immer schlimmer. Auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle deabonnieren, weil ich sowas tatsächlich auch herzeige im Video, mache ich das dieses Mal einfach. Also alle, die jetzt keinen Ohrenschmalz sehen wollen, schalten bitte weg. Danke. Also man sieht hier vorne tatsächlich, dass ich so einen Scoop Ohrenschmalz erwischt habe. Oh, that's nasty. Mir ekelt so sehr davor. Ich glaube, ich werde heute den ganzen Abend damit verbringen. Ich verlinke dir das auch mal unten in der Infobox, diese Dinger, weil das ist schon sehr faszinierend. Und ich versuche jetzt auch noch mit der anderen Seite. Das ist wie so ein kleiner Besen hier. Okay, meine Ohren, das war's auch schon. Meine Ohren sind sauber. Wie gesagt, hoffe ich, dass ich einige von euch auf der Glow sehe, beim Foreo und beim Nivea Stand. Und ansonsten kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn dich das Video gut unterhalten hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht,
dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, welches Produkt aus diesem Video dich am meisten begeistert hast und welches du dir am ehesten zulegen würdest. Natürlich können wir uns auch gerne auf meinem Instagram-Account sehen und ansonsten in meinem eigenen Online-Shop, wo ich meine neue Schmuckkollektion gelauncht habe, beziehungsweise dann im nächsten Video. Tschüss!